Nicht wirklich, hier ist nur das hier. Hier ist der. Wo führt der Teleporter hin? Achso, der führt zurück ins Sanctuary. Und da ist ein Knopf, den ich nicht drücken kann. Oh, hi. Oh. Und wir haben einen Paralysierten. Das ist jetzt nicht so schön. Also irgendwas muss jetzt ganz schnell sterben. Jetzt haben wir zwei Paralysierte. Das ist nicht so schön. Okay, bei der einen hat die Paralyse nachgelassen. Wow. So. Das war echt fies. So, ich verbrate jetzt einfach mal einen Heiltrank. Und bei ihm ein Steak. Hier ist der das Flatterviech rausgekommen. Skiffle. Eine Sense. Heavy Two-Handed Weapon. Critical Hit Deals. Dreifach Damage. Harvest Time Special Attack. Wie sieht Harvest Time aus? Can't use. Wieso kann ich das nicht nutzen? Benötigt Critical. Okay. Nee, die will ich nicht unbedingt benutzen. Wenn, dann steige ich nachher wieder auf Bane um, wenn ich einen Punkt in Critical vergeben kann. So, jetzt hätte ich aber gerne meinen Teleporter wieder. So, danke, dass ich im Notfall mich zurückziehen kann. So, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den anderen Teleporter dazu kriege, dass er das tut, was ich will. Weil hier unten war ja auch nichts. Nee. War hier was? Okay. Zurück hier rüber, zurück hier rüber. Ihr regeneriert euch schön. Da ist auch kein Knopf. Die Axt ist da gelandet. Ich lande aber dort. Gib mir mal einen Stein. Ist der Stein jetzt hier gelandet, oder? Nein, der Stein ist dort drüben gelandet. Ah. Okay, Gegenstände landen auf der Seite. Eine große Axt. Brauchen wir nicht, aber die Steine hätte ich gerne wieder, für alle Fälle. Okay, Druckplattenrätsel. Das macht mir irgendwie ungute Gefühle. Als ob hier unten was spawnen könnte, wenn ich runterfalle aus Versehen. Und Licht geht aus. Okay. Was, wenn der Raum leer ist vom Licht, dann wird sich diese Tür öffnen. Achso, gehen hinter uns. Ah ja. Okay, mit dem mache ich alles wieder an. Okay.
Versuchen wir es mal so. Gehen hier rum. Das ist so eine Art Pac-Man-Rätsel, würde ich es nennen. Das war jetzt falsch. Also ich glaube, mein Ansatz hier um zuerst zu gehen ist schon mal richtig. So, so. 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 Nein, das war falsch. Also so rum, so, 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 so. Das war auch nicht richtig. Gerade so war es falsch. Okay, etwas langsamer. Also so weit ist es richtig. Denke ich mal. Hier habe ich jetzt das Problemchen. Ach, okay, machen wir es anders. Wir fangen hier an, gehen hier rum, gehen so darum. Ja, so ist es richtig, so rum. Und fertig. Da ist der Schlüssel vom Heiligtum. Du ist mal ein Fisch. Und hier unten ist noch was. Ah ja, ein Sack. Mit Kräutern für dich. Den Sack behalten wir mal. Sicher ist sicher. Gib mal ihm einen Fisch. Und was ist hier unten? Der Weg zurück. Hm. War das hier wirklich alles? Ich hätte noch erwartet, dass jetzt irgendeine böse Überraschung kommt. Ist wohl nicht der Fall. Gott sei Dank. Was für eine böse Überraschung ich aber eher erwarte. Ups. Ist, wenn ich alle Schlüssel benutzt habe. Also ja, wenn ich hier den Schlüssel benutze, sollte noch nichts passieren. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich den letzten Schlüssel reinsetze, geht hier die Tür zu. Und Ohul erscheint. Deswegen erstmal wieder hier speichern. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir jetzt wieder gegen unseren Trickser-Freund. Ah. Erst einmal wieder deleten wir Save Games. Nein, deleten will ich. So. Dass sie wirklich bei Grimrock eine endliche Anzahl von Save Games reingemacht haben. 1-1-1. Das war auch bei Grimrock 1 schon so. Also nicht wundern. Ah ja, ich habe das Gefühl, wenn ich den letzten Schlüssel reinstecke, gehen hier die Wände noch auf. Das kann natürlich auch noch gut möglich sein. So. Katakomben.
Ja, wenn ich hier jetzt reingehe, dann tappt der von seinem Ding runter. Und gleich kommen sie um die Ecke. Genau. Ja, du machst aber zu fast kaum noch Schaden. Au. Dich muss ich gucken, dass ich schnell los werde. Wow. Und da muss ich den Trickster selber irgendwie gucken, dass ich ihn los werde. Ja, wow. Okay, Trickster bin ich schon mal los. Jetzt muss ich noch euch loswerden. Das ist leicht gesagt und es geht auch irgendwie leicht. Wenn ich nicht gerade einen Weapon-Jammer wieder habe. Ich müsste bei ihm wirklich noch das die Firearms steigern. So. Ist hier drin was Interessantes? Nein. Ist hier drin noch... Oh, da hinten ist einer. Wow, das war ein schöner Quid. Weapon Jam. Kannst ruhig hier kommen. Wieder Weapon Jam. Das ist wirklich das Blöde an der Knarre. Die Knarre ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn sie sich da jammen würde. So, die Jungs da noch. Mit dem Ding kann ich was nochmal machen? Ah, Lightning Storm. Ah, jetzt kapiere ich's. Und das macht genau 0 Schaden bei denen. Wow. Ja. Das hätte unschön ausgehen können. So, au. Nicht töten lassen von dem einen. Gut. Sonst hätten wir eine Wiederbelebungspotion gebraucht, die ich nicht unbedingt verschwenden wollte. Aber diesmal hat das wirklich viel besser geklappt. Deswegen überspeichern wir den alten Spielstand noch mal kurz. Genau den da. Und dann ist das gut. Soweit. Was sagen eigentlich unsere Gegenstände hier drin? Ja, das kann alles rausgeschmissen werden. Du warst das Falsche. Du warst das Sanctuary. Das hatten wir aber schon. Da wollte ich rein. Genau, ich höre auf jeden Fall immer eine Photonkanone schießen. Ja, die Krabben. Die Krabben-Skelette. Wow. Hi. So. Licht an, bitte. Ja, nebenbei, was mir gerade so auffällt, was es gar nicht mehr gibt in Grimlock, 2 magische Pfeile.